Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Crusader Kings 3 mit unserem Aufstieg des Chaos. Wir spielen hier immer noch Styrbjörn, der den Namen seines Vaters trägt, und er hat nach wie vor dieselbe Aufgabe wie beim letzten Mal und er wird jetzt versuchen, sie endlich umzusetzen. Er möchte das Vermächtnis seines Vaters damit ehren, indem er das Pontifikat auslöscht. Mal überlegen, wen greifen wir an? Ich denke, wir könnten hier schon mal zuschlagen. Der hat nämlich relativ wenig Trübs. Ich glaube, wir machen das einfach so. Oder will ich das hier eventuell über Religion lösen? Ich denke, wir können das über Religion lösen. Genau, wir machen einen Religionskrieg, der ist günstiger. Und schlagen damit zu. Und ich glaube, dass ich damit alle Truppen hier raushaue. Oh, die werden hier in zwei Armeen dieses Mal nur gestapelt. So, gleich sind sie alle da. Dann geht mal alle schön raus auf den Ocean. Und dann können wir nämlich hier von mehreren Seiten attackieren. Der hat echt nicht viel, ne? Das ist wirklich nur der. Mich hat das echt überrascht, ehrlich gesagt. So, du gehst hier an Land und... Ne, weißt du was? Wir gehen hier einfach hardcore komplett an Land. Zack. Und drin sind wir. Es ist schon vorbei. Upsi. Es ist schon vorbei. Okay, das war jetzt irgendwie schnell. Es war irgendwie schnell. Palermo ist eine verdammt gute Stadt, vergeben wir aber natürlich trotzdem auch. Wir können bereits, glaube ich, das Königreich Sizilien schaffen, oder? Ich schaffe auf jeden Fall mal das, aber ich brauche natürlich mehr Prestige. Und werde das hier vergeben. Warte mal, wir haben eine Tochter. Die hat noch keine eigenen Sachen. Ich vergebe das auf jeden Fall hier schon mal meine Tochter. Mach was draus, Mädel. Außerdem bekommst du schon instant... gleich nachher den Titel, auch für das Herzogtum an der Stelle. Dann haben wir hier noch so eine Kriegerin, die sich auch über Land freut. Und es gibt immer Leute, die kein Land haben, das ist offensichtlich. So, Töchterchen jedoch bekommt hier den Titel... Das Jarltum von Sizilien. Ach, warte mal, Malta ist ja auch noch mit dabei, ne? Stimmt, ich darf Malta nicht vergessen. Malta muss ich auch noch jemandem geben. Das gebe ich aber nicht Töchterchen. Das muss nicht sein. Sag mal, habe ich das jetzt nur Frauen gegeben? Nee, da war noch ein Kerl dabei. Also, das wäre ein lustiger Zufall gewesen, würde ich damit sagen. So, Titel vergeben. Jarltum Sizilien. So, und die große Preisfrage ist, ist in diesem Jarltum vielleicht auch noch ein Königstitel drin? Ja, ist es. Königreich Sizilien ist geschaffen. Diesen Titel behalten wir aber. Harhar. Wobei, ich könnte auch tatsächlich den Königstitel Sizilien geben. Aber die Frage ist, ob ich das will. Nee, das will ich nicht. Wir behalten diesen Königstitel. Nun kommen wir zum nächsten. Das sind die da. Hier Salerno. Hier kann ich tatsächlich, glaube ich, auch einen Krieg, ja genau, einen Religionskrieg ums Herzogtum starten. Gehen wir wieder direkt so rein. Und es gibt einen Komplott bei Hofe. Jemand schmiedet Ränke und möchte jemanden ermorden, und zwar die Sophie. Und warum ist das schlimm? Ich habe Fragen. Vielleicht will ich sie noch ermorden. Oh, 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 oh. Das ist Hardcore. Da muss ich schnell drauf, sonst verlieren wir das. Da hat die KI echt gut reagiert, Freunde. Die hat echt gut reagiert. Das muss man ihr lassen, aber nicht gut genug. Ganz einfach. Ja, erstmal den Kriegsführungsvorzug holen. Verteidigervorteil in kontrollierten Territorien. Mehr Fortschritt für Kontrolle in den Gemeinden. Nö, wir nehmen das da. Wie gesagt, ich versuche das ja immer noch zu Ende zu führen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar noch. Wäre voll gut. Ich muss aber wieder ein Fest feiern, stelle ich gerade eben fest, ne?
Ich stelle fest, wir brauchen ein Fest. Die Stammesfeste hier wird auch noch gerade gebaut. Die hier ist schon gebaut. Das kann ich natürlich seit noch lange nicht bauen. Hier ist es auch schon gebaut. Und hier ist ja auch schon gebaut. Ich frage mich, was da kommen wird. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist auch eine Stadt, wie ich gerade eben sehe, oder? Nee, ist es nicht. Ihr habt keine verfügbaren Gebäude für diesen Platz. Vielleicht ist das etwas, was mit der nordischen Religion nicht geht, aber eigentlich müsste ich es da trotzdem sehen können. Es ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam. So, ich kloppe jetzt hier mal tatsächlich noch die restlichen Truppen hier raus, ne? Komischerweise sind wir in der ersten Armee noch gar nicht dabei. Es gibt wieder anscheinend eine Änderung, wer unser Erbe wird. Na komm, wir kümmern uns persönlich um das da hinten. Dieses kleine Malheur, das glaubt, uns da drüben so ein bisschen Stress machen zu können. Witzig wird's, sobald wir Byzanz angreifen müssen. Das kommt ja auch noch auf uns zu. Lol, es ist schon wieder vorbei. Alle auflösen. So, dann haben wir die nächsten zwei Siedlungen hier genommen. Dieses Mal haben wir auch die Möglichkeit, das Herzogtum Salerno gleich zu erschaffen. Wen nehmen wir denn dieses Mal? Ich glaube, dieses Mal haben wir. Ich muss mal gucken, mein Ratsprediger hat aber schon Gebiete. Vergeben an. Da kommen jetzt lange erstmal keine, die nichts haben, an Sie hier. Und an. Mir gehen so langsam aber sicher die Vasallen aus. Die Höflinge, die nichts haben, ne? So, und an sie. Die mag mich nicht. Das ist blöd für dich. Dann wird sie halt jetzt hier die Herzogin. Haha, in dem Fall halt das Jarltum an sie vergeben. Die Jarlin, oder nennt man das Jarlin? Ich weiß es nicht. Hier kann ich schon wieder den nächsten Krieg erklären. Dieses Mal geht es wirklich nur um dieses kleine Gebiet. Kann ich gleich die Truppen wieder rauskloppen. Und danach müssen wir uns das da hier irgendwie holen. Das Problem ist bloß, ich glaube, ich darf das nicht auf Anhieb mir holen. So, also es gibt so einen gewissen Wettstreit, wer hier was zu sagen hat, ne? Das ist nicht von der Hand zu weisen. Die streiten sich darum. Sag mal. Geht ja hier blitzschnell gerade eben hier. So schnell kann ich ja gar nicht Kriege erklären. Das Herzogtum Apulien kann geschaffen werden. Ja, okay. Und wer bekommt das jetzt hier? Also es ist mega krass, ne? Ich spiele nach wie vor auf der Standardschwierigkeit im Iron Man Modus. Hier geht's einfach nur richtig übel ab. Ey, der hasst mich. Die hasst mich nicht. Sie mag mich nur nicht so sehr. Da, Jarltum Apulien. Das magst du mich hoffentlich. Viel Spaß. Kümmer du dich um diesen Kerl. Königreich Sardinien ist natürlich nach wie vor meine Schwägerin, was total gut ist. Wisst ihr was? Ich gebe dir tatsächlich dieses Königreich, oder? Ich gebe dir das Königreich Titel vergeben. Königreich Sizilien. So, Tochter hat Königreich von Sizilien bekommen. Ausgezeichnet. So gefällt mir das. Dann sind ein paar Sachen ja schon mal so ein bisschen geklärt. Wir machen jetzt auch schon richtig viel Punkte hier. Das kommt aber hauptsächlich durch die vielen lebenden Nachkommen, ey, ohne Witz. Wir spreaden halt einfach wie so eine Seuche. Als nächstes bist du dran. Krieg erklären. Einfallen ins Königreich ist ein bisschen blöd. Wir machen. Das Problem ist, es ist hier so ein zweigeteiltes Ding, ne? Oder warte mal, Herzogtum reicht sogar. Ja, dann greife ich das Herzogtum an. Ich möchte auf jeden Fall noch einen Einfall in ein Königreich starten.
Anstift entdeckt. Die wollen alle die Sophie töten. Mein Gott, Sophie, dann stirb halt endlich. Dann ist das Thema durch. So, du gehst jetzt hier rein. Du gehst da rein. Und du gehst da runterwärts. Dahin. Der versucht sich jetzt hier mit ein paar hundert Mann gegen unsere 15.000 zu verteidigen. Weiß nicht, wie er das machen will. Oh, sie hebt ihre eigenen Truppen aus, um ihn wegzubashen? Bin mir nicht ganz sicher, es scheint fast so. Er geht jetzt auf jeden Fall, wo wir hier schon bereitstehen. 1.500 Mann machen sich da drüben jetzt auf. Neutrale Armee. Das Königreich. Das umfasst halt echt nur dieses kleine Gebiet, ne? Es ist eigentlich ein Witz, dass das ein Königreich ist. Also es ist echt der billigste Königstitel, den du dir holen kannst. Diese bemerkenswerten Gäste. Oh, wir haben wieder einen Sohn. Und er ist ein Herkules und immerhin schlau. Der Botolf. Sehr schön. Ich muss demnächst auch mal wieder, glaube ich, irgendwie so Kinderpolitik machen. Das heißt, sie verheiraten und so ein Kram. Oh, guck mal, sie merken, dass wir kommen. Und jetzt lassen sie sich sogar noch abfangen. Ja, komm, die Schlacht schlagen wir noch. So viel Zeit muss sein. Im Namen der dunklen Götter. Seid gegrüßt, mein Rasen. Achso, hat einfach nur die Meinung verbessert. Und beenden. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles von Italien geholt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Nee, warte mal, stimmt nicht. Savoy haben wir noch nicht. Ich muss das mir gleich nochmal anschauen. Ne? Ich brauche ja wirklich ganz Italien. Ausnahmslos. Das bleibt natürlich so ein bisschen knifflig. So, du und du. Und jetzt kann ich diese ganzen Vasallen übertragen noch. Zumindest sollte ich das können. Ah, ich muss aber erstmal hier das Dingens hier erschaffen, genau. Das erschaffen wir noch schnell. Und wer von euch ist schlau genug, mich am meisten zu mögen? Du. Also, oder man könnte auch einfach sagen, mich am wenigsten zu hassen. Jarltum Kalabrien. So. Und das Jarltum Kalabrien, ich übergebe der jetzt hier quasi, weil das gehört ja alles, glaube ich, der Jure damit dazu, ne? Genau. Ich übergebe der nämlich jetzt hier den einen oder anderen Vasallen, und zwar die da. So, und eigentlich auch Capua stelle ich gerade eben fest. Ne, das ist schon passiert, so wie es aussieht, ne? Yep, da ist alles schon hier unter Dach und Fach und sie müsste jetzt eigentlich hier dadurch ein bisschen mehr bekommen. Ich kann die Provence schaffen. Warum kann ich die Provence schaffen? Ach so, deswegen. So, jetzt gucken wir gerade eben nochmal. Italien. De jure. Das Kaiserreich. Hochkönigreich Norska. Geht ja eigentlich nur bis hier. Ist diese Entscheidung jetzt möglich? Nee, immer noch nicht. Es fehlt immer noch ein bisschen was. Also ich glaube, diese zwei kleinen Fitzelchen fehlen halt dann doch noch, ne? Also gut, Italien vollständig. Es sind wirklich nur noch diese zwei kleinen Zipfel. Okay. Wie stark ist denn das Byzantinische Kaiserreich? Okay, die sind mir tatsächlich auf Augenhöhe. Die sind auf Augenhöhe. Wir müssen auch irgendwann einen Entführungsüberfall machen.
Zwei gleich starke Mächte. Es wäre ein Einfall ins Königreich. Von Sizilien. Dann könnte ich beides auf, mit einer Klappe holen, aber dann verbraucht er halt seinen Königreichskriegsgrund, ne? Herzogtum reicht ja nicht. Ganz im Ernst, wir greifen das Ding jetzt hier einfach an. Gnadenlos, wie wir sind. Wir fürchten doch nicht dieses mickrige Byzanz. Und werden unsere Truppen jetzt hier einfach ausheben. Und wenn sie kommen, werden sie leiden. So, du gehst da schon mal drauf. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dann einfach hier. Ja, ins Gebirge ist vielleicht nicht so schlau. Aber ich gehe trotzdem ins Gebirge. Vielleicht können wir, wenn wir ihre Armee geschlagen haben, falls sie hier auftaucht, früher oder später sogar. Oh, ich werde ja zusammengefaltet. Vielleicht können wir da sogar noch einen Besuch in Byzanz irgendwie noch hinter uns bringen. Die Kasse leert sich nämlich schon wieder so. You know. So, ich muss mal gerade eben mal gucken. Ich habe doch. Genau, hier habe ich noch die Dingens mit drin. Ich nehme die mal raus, die Waräger, und schieb sie darüber. Denn die bringen mir nämlich ein paar sehr, sehr wichtige Boni für die Belagerung. Ich mache hieraus jetzt eine Elite-Armee. So. Und schmeiße im Gegenzug. Nein, ich wollte ihn nicht halbieren. Und schmeiße im Gegenzug jetzt hier die meisten Aufgebote raus. Bis auf so diesen Tausender oder so. So, ihr seid jetzt eine andere Truppe und geht dahin. So, zusammenstehen. Ihr macht auch jetzt eine gemeinsame Truppe und jetzt müsste das hier ein bisschen schneller gehen. Ja, nicht wirklich. 10 Monate dauert das jetzt hier noch. Ich halbiere euch. Die eine Hälfte geht dahin und die andere Hälfte geht dahin. Ich will nicht so zerteilte Truppen haben. Schon gar nicht, wenn das Land sie versorgen kann. So, wieder ein Kriegsführungsvorzug. Härte erdulden senkt die Kontrolle nicht mehr, das ist wichtig. Ja, noch scheint Byzanz ja kein gesteigertes Interesse daran zu haben, hier vorbeizukommen, ne? Der Einar wird erwachsen. Wow. Wir haben richtig viel Ausschussware produziert bis jetzt, ne? Das kann man mal so sehen. Alba. Die ist schuppig. Die ist gesegnet von den dunklen Göttern. Ja, das wäre. Kann man das eigentlich machen, dass es das eine Tugend wird? Das hätte ich eine sehr, sehr witzige Religion tatsächlich. Geben und nehmen. Meine Nichte Jarl Gunhild begeht mit mir zusammen einen Tag-Nacht-gleichen Ritual zu Ehren von Freya. Da ich, also in dem Fall von Slanisch. Da ich das Ritual ausrichte, führe ich das Gebet an. Klarer Geist, mehr Bildung, weniger Anspannung. Oder auch klarer Geist. Ich kann auch die Meinung von ihr erhöhen. Nee, ich nehme tatsächlich den Stressabbau. So, er hat auf jeden Fall dieses Bündnisangebot angenommen. Wir sind ja noch darauf, dabei, Hexen zu produzieren. Das sollte ich nicht vergessen.
in diesem Gesamtkontext. Habe ich viel zu lange jetzt schleifen lassen, ich weiß. Und hab das gleich. Das Problem ist halt, wir sind halt erst bei 7%. Okay, wir wandern nun da hoch. Und werden sie dort oben nun stellen. Sie sind nämlich angekommen. Sie haben den Fehler gemacht. Schmeißen wir uns direkt da drauf. Oh, 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 Byzanz, oh, Byzanz, oh, Byzanz. Also man muss sich das mal angucken, ne? Die Heere sind de facto halt, was das hier angeht, gleich stark. Aber sie wurden halt einfach nur total zerlegt. Also wirklich vollständig zerlegt. Du belagerst jetzt das Dingens jetzt hier noch. Ich finde es immer wieder doof, dass alle Armeen gleichzeitig da irgendwo hinlaufen. Du bleibst da stehen. Die rennen anscheinend auch teilweise noch hier rüber. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, die kann man hier noch stellen. Komm, die stellen wir hier nochmal. Freunde. Da ist übrigens sogar der Kaiser persönlich drin. Der will unbedingt sterben, oder? Wo geht denn der jetzt hin? Wir verhauen ihn jetzt so lange, bis er genug hat. Oder bis er mein Gefangener wird. Je nachdem, was zuerst eintritt. Du kannst jetzt das hier direkt nochmal belagern. Ach man, ey, nein, ihr sollt alle da hingehen. Ich will doch nur, dass der eine, nur dieser eine soll das... Ey, seht ihr, was da los ist? Der wählt halt immer alle zusammen aus, ne? Es sollte eigentlich so sein, dass man einen Button hier drückt, ne? Hier oben, diese Armee, ausgewählt. Und die sollte dann auch gefälligst gehen. Aber nein, man muss immer diesen umständlichen Weg hier wählen. Und die dann hier so auswählen. Nur so geht das. Und ich verstehe nicht, warum. Das ist totaler Unsinn. Soll denn eine Allianz gebildet? Ja, soll er doch. Das wird ihn nicht retten. So, der andere ist erwachsen. Der Nörgel persönlich kennengelernt hat. Och, der ist echt zu nichts zu gebrauchen, ey. Der arme Kerl. Ja, auch der bekommt eine Frau. Da sind wir ja nicht so. Wir brauchen ja noch mehr lebendige Nachkommen. Pause raus. Nächstes Bündnis geschmiedet. Ich glaube, sie schaffen es nicht mehr. Nein, tun sie nicht. Diesmal haben sie den Kaiser rausgenommen. Oh, der nächste ist eine Hexe. Sehr gut. So, warte mal. Ich muss mal alle durchgucken. Ne? Er ist noch keine Hexe. Denn wie gesagt, einen Hexenzirkel zu haben, ist halt auch noch ein Achievement, was ich noch nicht habe. Natürlich ist dieses Play auch noch so ein halbes Achievement-Run. ich trenne diese Armeen jetzt hier erstmal wieder, weil sonst bekommen sie zu viel Verschleiß und das fände ich nicht gut. So, und teilweise gehen sie noch zusammen, aber das wird sich relativ schnell im Wohlgefallen auflösen. Wohin fließt du? Ja, werden wir sehen. Mhm. Geh mal dahin und du dahin. Okay, die ziehen durch. Dann ziehen wir da auch durch. Das schafft er sowieso nicht rechtzeitig aufs Wasser. Da kann man davon ausgehen. Ich
Schau mir gerade nochmal die Wahlen an. Okay, die Wahlen sind wieder zu unseren Gunsten, zu unserer Wahl. Also, wo wir hin wollten. Ja, fast hättet ihr es geschafft, aber auch nur fast, ne? Das war gerade eben ein schönes Meme, ne? Als die Animation hier gerade eben gestockt hatte. Dadurch sah das so aus, als ob er schon am Boden kniet und wir machen gar nichts. So schlecht sind sie gegen uns. Ich sag's euch, so schwach sind sie. So, er ist jetzt hier tatsächlich auf sagenumwoben hoch. Oh, warte mal, die haben sie zurückerobert. Unverschämtheit. Unverschämtheit. Wir segeln jetzt darüber und beenden das. Gehen da hier direkt drauf. Wie sie einfach kackendreist versuchen, uns hier den Sieg zu stehlen. Dinge, die wir nicht akzeptieren können. Wir jodeln da direkt drauf. Scheiß auf Anlandungsmalus, der interessiert uns nicht. Und Babala! Wir haben tatsächlich den byzantinischen Kaiser gefangen genommen. How sweet? Das, ja, wobei, wir sind schon kurz vor Glaubensikrone, das lohnt sich nicht wirklich. Aber 500 bekommt man dafür. 500! Mal überlegen. Ich will nur gucken, was er bringen würde. Ey, 500, ey, das ist echt krass. Aber ich, wie gesagt, wir haben ein höheres Ziel. Dich holen wir uns später. Wir haben ein höheres Ziel. Und das lautet Auslöschung des Pontifikats. Und deswegen müssen wir diesen Weg jetzt leider einschlagen. Beweis der Hingabe. Oh, einen Pelz könnte ich bekommen. Wenn sie es hinbekommt. Zu jagen. Sie wird es nicht hinbekommen. Sie hat Kampfgeschick 0. Gott, ist das schrecklich. Ich könnte aber auch einen Hund bekommen. Oder eine Katze. Eine Halskette. Würde mir auch Prestige bringen. Kauf mir eine Halskette. Yay. Jetzt haben wir eine Halskette. Ausgezeichnet. Genau das, was wir schon immer mal wollten. Naja, 0,1 Prestige mehr ist wie gesagt 0,1 Prestige mehr. Große Preisfrage. Was muss ich tun, um mir nochmal angreifen zu dürfen? Waffenstillstand abwarten, ne? Schon klar. Was passiert, wenn ich das hier mache? Ich verliere dann eine Ruhmstufe. Waffenstillstand gebrochen. Allgemeine Meinung. Oh. Als ob das jemand interessieren würde. Unsere Dingens sinkt schon wieder. Das kann nicht sein. Ich muss wieder jemanden hinrichten. Oder, ja. So. Schrecken wieder aufgebaut. Wenn sich meine Untertanen nicht von mir erschrecken, dann fühle ich mich einfach nicht wohl in meiner Haut. Ich werde geplündert. Wer ist so wahnsinnig? Ach so. Schweden tut hier auch Dinge, breitet sich ganz gewaltig aus, ne? Hierzu fehlt uns immer noch übrigens eine Technologie, ne? Wir haben immer noch nicht die Motten. Und wir haben immer noch nicht die Stadtplanung. Weil immer noch der schwedische König hier, warte mal, ja, von Schweden, der macht immer noch das, den Heerbann. Aufgebot Verstärkungsrate. Ist halt eher so mittelwichtig. Ich kann noch diverse Bündnisse aushandeln. Lettgallen. Okay. Ach, Tatsache, gehört das mir? Das gehört also auch mir hier. So mehr oder weniger. Ja, komm, dann gebe ich dir diesen Titel, ey. Jarltum Latgallen. Brauche ich nicht. Und das da unten muss ich vergeben. An die erste Person, die nicht schreiend wegrennt. So, und du bekommst diesen Vasallen.
Viel Spaß damit. Okidoki. Also wie gesagt, jetzt müssen wir leider hier nochmal so einen blöden Waffenstillstand aussitzen. Wir haben wieder einen neuen Erben. Der Jarl Botolf. Halbbruder. Ja, der wäre ja auch okay von den Werten. Der wäre ja auch okay. Also wie gesagt, ich glaube, dem Pontifikat geht es jetzt hier voll an den Kragen, wenn wir das jetzt hier endlich hinbekommen. Ich fände es halt voll gut, wenn mein... Oh, wir haben gar keinen Arzt mehr. 36 Leute im Knast. Ich kann halt hier leider nicht ordnen, ne? Nach Bildung 14 ist das höchste, was ich bis jetzt gesehen habe. 16. Von meiner Ratspredigerin. Aber die ist halt auch schon 56, ne? 15. Meine eigene Gattin, aber die ist auch schon zu alt. Sag dir nicht, dass ich das gesagt habe. Ich suche erstmal einen Arzt. Mal gucken, was dabei rauskommt am Ende der Folge. Sie ist schon gebrechlich, nicht so gut. Der hat 16 und ist ein erfahrener Arzt. Ja, wir nehmen ihn. Und ich sage euch jetzt schon, mein Arzt muss bei uns halt tatsächlich doch bei uns mitmachen. Wir nehmen jetzt hier noch diesen Runenstein. Den stellen wir auf. Einen triumphalen Runenstein. Es gibt ein Achievement, das man bekommt, wenn man 100 Runensteine aufhört. Hat der schon wieder oder immer noch? Oder was stimmt denn da nicht? Der hat schon wieder oder immer noch Aussatz. Ja, radikale Maßnahmen, erfolgreiche Behandlung. Der hat noch ein Bein, das kann auch weg. Und jetzt mache ich ein Festmahl noch. Dass wir endlich mal wieder gefeiert haben. Der Nächste wird zu einer Hexe in der Familie. Und das gesellige Beisammensein, meine lieben Freunde. Und die nächste Hexe zum Konvertieren noch beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.